Mensch, wo geht's denn jetzt weiter? Müssen das bestimmt irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge machen. Die Frage ist nur, wie. Steve, are you there? Wenn ich jetzt die beiden mache, also Mutter und Vater quasi. Es ist doch hier Mutter und Vater, oder nicht? I'm here, Annabelle. Ja, das hat geklappt. I feel like I've gone through the looking glass. Und dann wahrscheinlich diese beiden, oder? The girl burns bright. Do you know her? Aber ist das hier ein Mädchen? Ist ja kein Mädchen, oder? Oh, get off. Miss. Ach nee, die Lehrerin und dann den mit dieser komischen Maske, I guess. I might have known wherever you were up to no good. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, oder? Oh, get off. Miss. Got it. Jawohl, sehr gut. Jetzt habe ich das auch verstanden. Und dann noch den hier und die, also die beiden jetzt noch hier. Know her? Know who? Weil er sagt ja auch, wen denn? Und ich habe mich auch schon gefragt, wen das Häschen meint. The girl burns bright. Do you know her? Okay, das hat aber nicht funktioniert. Hä? Hä? Oder muss ich mich irgendwie selber, aber wie soll das gehen? Oder muss ich erst mit ihm sprechen hier und dann mit dem anderen? The girl burns bright. Do you know her? Und jetzt vielleicht mit ihm sprechen? Know her? Know who? Okay. Ah, okay. Das hat aber funktioniert. Gut. Nice, dann sind wir im nächsten Abteil. Wobei das ja hier eigentlich fast alles gleich aussieht. Ha, serves him right. So, interagieren. Stay with me and don't get lost. Die strenge. In school, miss. You can't tell me die strenge what to Lehrerin, do. Man kennt's. Dottie tells everyone what to do. Stay with me and don't get lost. Kann man mit ihm jetzt auch noch mal reden? School, miss. You can't tell me what to do. Stay with me and don't get lost. Ah, okay, das haben wir eben schon gemacht. We're not in school, miss. You can't tell me what to do. Wir sind nicht in der Schule. Sie können mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Haha. Finn, have you been seeing all of this? I can see. That's very reassuring. Alle hier am Streiten irgendwie. It is. It's them. How do you know? I dream about them sometimes, but never like this. Ich mag das aber auch hier so, dass man mit dem Zug hier durch die Gegend fährt, dass man aus dem Fenster gucken kann. Auch wenn sich das oft wiederholt und so, aber es ist irgendwie sehr atmosphärisch, finde ich das. So, interagieren. Where are we going? And why do I feel like we've forgotten something? Where are we going? And why do I feel like we've forgotten something? Das wiederholt sich. Ich dachte, man, jeder gibt jetzt was anderes von sich, also sagt was anderes. What does Rabbit Boy want with Cam? There isn't much time. The girl is the light. I've had enough girl trouble. Go and bother someone else.
The girl is the light. Das Mädchen ist das Licht, okay? Hä, da sind wir ja, oder? Ja klar, das sind wir doch. Caught you. Und Finn. That's me. Ja, lustig. I was such a scruff. Come on, you promised. What did I promise? I don't remember. But a promise is a promise. Er erinnert sich nicht dran, was wir versprochen haben, aber versprochen ist versprochen. Ja, kann man mal so machen, ne? Gucken uns natürlich weiterhin um, aber ich glaube, hier ist auch nicht viel. Ah doch, hier ist unser Hase wieder. Nehmen wir wieder mit. You remind me of someone. Warum nicht, ne? Stop lollygagging and keep up. Lollygagging? You'll see. Ist ja auch ein interessantes Wort. Finn, where did you go? Finn hat's immer eilig. Oh, hier können wir wieder untersuchen. Keine Ahnung warum, aber... Die Frage ist... Ja gut, irgendwann müssen wir den wahrscheinlich mal ziehen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Den Notschalter. Erstmal aufs Klo gehen, ne? Immer wichtig und richtig. Hä? Sie ist auf einmal verschwunden. Was? Ja, Finn ist einfach mal disappeared. Einfach mal verschwunden. Run, Finn, run. It has boats in it. Okay. Es hat Boote drin? Was? Well, you are good at running off. Ja, im Wegrennen ist er auf jeden Fall der Meister schlechthin. Da sind wir wieder. Ah, das mag ich auch, dass sich das hier so spiegelt. Man merkt, es ist schon ein bisschen älter von der Grafik oder und so, aber es ist völlig in Ordnung. Also ich finde es sehr, sehr angenehm. How are you doing this? Hat irgendwie mit Pflanzen oder was? Ich will halt möglichst auch nichts verpassen, wenn man irgendwas aufsammeln kann oder so. Sprinten kann man auch gar nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht gut für das Spiel. I must be going mad. Immer so mit Rasen und Grünzeug unten drunter, ne? If this is a dream, I need to eat less cheese. Weniger Käse essen. Essen ist immer gut, sage ich. Immer schön masten. Da sind wir wieder. Hallo. Ich bin Scarlett. Oh, cool. Okay. Jetzt wird's interessant hier. Was zum... Ja, das denke ich mir auch gerade. Haben sie mal eben hier den Gärtner losgelassen, der hier neue Sachen pflanzt. Einfach im Zug, ne? Warum nicht? Aber das ist irgendwie cool gerade. Weil das einfach mal so was anderes ist. Genau, mal was anderes, sagt sie auch gerade. Alter, wie cool. Wie cool ist denn das gemacht? Die Frage ist, hätte ich da jetzt mit hochgehen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist Granddads Cricket Bat. A real antique. Ein Cricketschläger, da kenne ich mich auch gar nicht mit aus, also mit dem Sport. Finn, I need you to put the ladder back and climb down.
You can't come up without the password. I don't like this, Finn. I'm not playing anymore. Nah, nah. Scarlet doesn't know the password. Nee, kenn ich auch nicht. I do so. Wie finden wir denn das Passwort raus? Wow, it's been years since I've been on one of those. We used to love it. Stimmt, die Dinger kenne ich auch noch von früher hier, so Hüpfbälle oder was das sind, wo man so drauf kann. Stimmt, ja, die hatten auch so zwei lange Teile oben dran, wo man sich so festhalten konnte, ja. Stimmt, ey, das gab's ja auch noch früher. Gibt's sicherlich auch heute noch, aber ich hab sowas nicht mehr. Interessant, interessant. So, jetzt müssen wir hier irgendwo das Passwort rausfinden, ne? Ah, wie cool das hier alles aussieht. Dad's old guitar. He could really play. Gitarrenmann, cool. Jetzt finden wir quasi so ein bisschen mehr über die Familie raus. So wie das aussieht. Oh, cool, eine Wasserpistole. Habe ich auch mal sehr gefeiert als Kind. Oder auch Wasserbomben waren auch mal lustig. Was haben wir hier? What's this? I remember this. It's a made-up language we used to use. Evuba, okay. Haben sie scheinbar eine geheime Sprache entwickelt? Die beiden nehme ich an. Oder in einer Familie, weiß ich nicht. Auf dem Bild sind ja aber, glaube ich, die beiden abgebildet, schätze ich mal. Könnten aber auch Mutter und Vater sein. I always wondered why Granddad kept these old things. Das sind so Milchbehälter, oder? So aus Metall, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Wenn nicht, wenn das was anderes ist, berichtigt mich gerne, aber es sieht zumindest so aus. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Down here? Finn? There's no one driving the train. Ah, wie cool das aussieht, Mann. Aber wir haben erst auch einen Hinweis gefunden. There's just Granddad's greenhouse. Ah, wir sind jetzt im Gewächshaus vom Großvater. Cool. Granddad's greenhouse loads of times. You're not seeing what I'm seeing. Sehr nice gemacht. Granddad used to hide here for hours listening to the cricket. Ja, der Großvater, der war scheinbar auch Cricket-Fanatiker. Oh, hier haben wir das nächste Hinweis, den nächsten Hinweis fürs Passwort, ne? Another one. Princess Scarlet to the rescue. Princess Scarlet kommt zur Rettung. Nice. Hier ist wieder die Wasserpistole. I'm glad that's where I can see it. Schöne Pflanzen hier. Da gibt es hier noch was zum Anschauen. Aber auch so schönes Wetter. Ja, wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Das ist die große Frage. Müssen wir jetzt wieder zurückgehen, oder? Vermutlich schon, oder? Aber uns fehlen ja noch zwei Sachen. Zwei Bilder fehlen uns noch.
Wo finden wir die? Das ist die große Frage. Ah, guck mal, hier ist zum Beispiel noch eins, was wir übersehen haben. Fubor. Gotcha. That's what you get when you miss. Dann gibt's auf den Dötz mit dem Schwert nämlich. So ein Ding ist das. So. Das können wir wieder nicht ziehen, aber eins haben wir noch übersehen. Ah, guck mal, hier ist noch eins. Ace. Saint Finn and the Dragon. Always a favorite. That's the whole story. Now, what order? Ein Drache, oha. Ja, müssen wir die jetzt, wie können wir denn das jetzt, wie können wir denn das jetzt ordnen? Oder muss ich das jetzt hier beim Baum dann machen? So, Moment, interagieren. Right. You listening? Go! Als erstes würde ich sagen, Evuba. Everbear. Dann Blueback. Blubback. Dann Fubor. Fubor. Und dann Wubots, oder? Wubots. No, that's not it. Okay. Evuba könnte natürlich auch das sein, wo sie ihn besiegt haben, ne? Ja, ist jetzt so die Frage, ob erst Brubeck oder erst Fubor, dann. Boah, gute Frage, ey. Gute Frage. Naja, müssen wir ausprobieren. Müssen wir ausprobieren. Right. You listening? Always. Nehmen wir mal Blueback. Blubback. Dann Fubor. Fubor. Dann Wubots. Wubots. Und dann Evuba. Everbear. Nope. Auch nicht, okay. Right. You listening? Dann, dann vielleicht Fubor. Fubor. Blueback. Blubback. Wubots. Wubots. Und dann Evuba. Everbear. Not even close. Hä? Tja, gute Frage. Right. You listening? As ever. Oder geht das erst mit Evuba los? Everbear. Dann Wubots oder erst. Nee, warte mal, dann Fuba. Fubor. Dann Blueback. Blubback. Und dann Wubots. Wubots. Come on, Scarlet. I'll have clues and everything. Hä? Ich check's noch nicht. Wie könnte es denn noch sein? Wie könnte es noch sein? Also, Wubots und Evuba müssen ja eigentlich zusammengehören, vermutlich. Ja, Evuba muss ja eigentlich am Ende sein, weil das sieht so aus, als hätten sie ihn da besiegt. Jetzt ist natürlich die Frage.
welcher Reihenfolge muss Fubor und Blueback sein? Es ist ja ein Drache. Und bei Fubor sieht es so aus, als wäre es so ein Greif oder so. Boah, es ist echt schwer. Right. You listening? Always. Ist wirklich sehr, sehr schwer. Fubor. Blubak. Wobbuds. Everbear. Nope. Auch nicht, boah. Right. Aber, ja, das habe ich ja jetzt alles schon probiert, glaube ich, diese Kombination. Fubor. Wobbuds. Ewobar geht nicht, ne? No, that's not it. Ich meine, wir können auch einfach mal einen random Versuch machen. You listening? As ever. Wobbuds. Everbear. Fubor. Blubak. Nope. Nee, es ist auch nicht. Na gut. Da muss ich dann noch mal, muss ich mir noch mal Gedanken zu machen. Dann würde ich diese Session erstmal beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session, in den nächsten Videos. Viel Spaß, ciao, ciao.